Es ist endlich soweit, Freunde. Das One Piece Kapitel 1107 ist nach der Pause da. Plotpoints kommen zusammen, die Ereignisse stapeln sich und ich frage mich immer und immer wieder, wie soll es bloß weitergehen? Die Blackbeard-Piraten haben endlich ihren Auftritt bekommen und obwohl ich eigentlich nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, bin ich ernsthaft sehr drauf gespannt, was daraus jetzt noch passieren wird. Sie sind zwar zu keinen Big Playern auf Eckert geworden, das Ding ist aber, sie haben trotzdem Vorbereitungen getroffen, womit sie zukünftig dann die Welt erschüttern werden und das finde ich halt richtig krass. Ansonsten muss man sagen, die Zoro-Sanji-Agenda, die sowieso immer so ein wenig gebröckelt hat, ist heute wieder mal am Schwanken und naja, wir werden sehen, wie das alles endet. Jetzt gehen wir aber ein bisschen tiefer in die Materie, Freunde. Und falls ihr mich supporten wollt, vergesst nicht ein Abo und Like dazulassen. Und ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich viel Spaß beim Watch. Das Kapitel dreht direkt mit den Riesen auf. Die haben sich nämlich komplett zu einer Mannschaft wieder zusammengefunden. Das heißt also, nicht nur Boogie und Woogie, sondern auch Oimokrassi und sogar die restliche Crew sind alle mit am Start. Das Geile an der ganzen Sache ist, sie sind sogar direkt an Land gekommen und Lissop hat sie sogar gespottet. Das Geschehen wird also in den nächsten Kapiteln, wenn es nochmal zu richtigen Interaktionen kommt, nochmal sehr stark an Fahrt gewinnen. Für Lissop ist es aber schon mal ein sehr krasser und emotionaler Augenblick. Er hat sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen und er freut sich insgesamt, dass der ganze Elban-Arc sozusagen mit ihnen verbracht wird. Also für mich ist das auch schon mal so halb bestätigt, in Anführungszeichen, dass es alles schon sehr stark in die Richtung zu Lissops Power-Up geht. Ich frage mich aber jetzt, was genau die Riesen auf der Insel Egghead machen werden. Ich meine, zum Beispiel sind die ganzen normalen Marinesoldaten und auch Vizeadmirale und so weiter alle nicht mehr anwesend. Die einzigen Gegner, die geblieben sind und die es zu besiegen gilt, sind Rob Lucky, Kizaru als auch Saturn. Kein einziger davon würde zum Beispiel von Boogie und Woogie ansatzweise übernommen werden. Ich denke aber, es wird in diese Richtung gehen, dass sie einfach die Sunny hochnehmen anstelle der Vegaforce und sie Richtung Wasser transportieren. Am Anfang wurde zwar spekuliert, dass es vielleicht der antike Roboter anstelle der Vegaforce machen wird, aber ich finde, jetzt wo die Riesen auf der Insel sind, ist die Sache relativ klar. Was aber so insgesamt das Thema der Sunny angeht, ist die Situation vielleicht doch ein wenig komplizierter. Durch das Eis von Brook ist er, die Sunny und auch Lilith auf einem sehr guten Weg, frittiert zu werden. Also ja, ich weiß zwar selbstverständlich nicht, inwiefern die Sunny mit den Lasern so irgendwie interagiert, aber ich denke, es wird trotzdem nicht gut enden. Insgesamt heißt es also für uns abwarten. Ich denke zwar, wie gesagt, dass es für Boogie und Woogie sozusagen eine Escort-Mission sein wird, aber wie das alles so richtig ineinander greift, ist bis jetzt noch nicht so richtig klar. Kommen wir mal aber zu einem lustigen Teil, und zwar, dass anscheinend Jinbei durch seine Egghead-Stiefel durch die Luft schwimmen kann. Also ich weiß, an sich ist einiges damit möglich, aber das ist wirklich lustig. Für ihn geht es jetzt auf jeden Fall Richtung Zoro und zudem gibt es jetzt auch einen kleinen Schwenker. Er kämpft nämlich immer noch gegen Rob Lucky, wer hätte es gedacht. Hier ist auf jeden Fall die Zoro-Agenda so ein wenig am Bröckeln und die Zoro-Fans sind irgendwie außer sich. Ich sag's auch immer wieder, ich bin kein Powerscaler oder sowas in der Art, das sollte man in One Piece eigentlich auch gar nicht machen, aber auch hier muss ich so ein wenig schmunzeln. Ich unterschätze Rob Lucky auf keinen Fall. Er hat ein Awakening, er ist ein krasser Zoan-Nutzer, er hat seinen Körper perfekt unter Kontrolle und er wird auch so insgesamt als ein sehr krasses und mächtiges Genie angesehen. Nun ist es aber leider so. Wir kommen nach Wano Kuni, nach Onigashima, nachdem Zoro Kaido eine bleibende Narbe verpasst und King besiegt hat. Es wirkt einfach jetzt in diesem Augenblick nicht wirklich glaubwürdig, dass Zoro, der solche Taten vollbracht hat, jetzt wirklich Probleme hat. Und genau das ist auch so ein wenig der Punkt. Dieses ganze Powerscaling-System und Thema Plot-Arme und was auch nicht immer, bedeutet eigentlich nur, wie glaubhaft uns der Schöpfer des Werkes, uns seine Charakter als auch sein Werk insgesamt verkaufen will. Hätte uns Oda zum Beispiel mit zwei einfachen Manga-Seiten Rob Lucky als einen sehr krassen und mächtigen Charakter reetabliert, wäre das doch mal eine ganz andere Sache gewesen. Jetzt ist es aber so auf Egghead, Rob Lucky und Zoro kämpfen gegeneinander mit relativ basic Attacken. Sie bluten beide wie Sau und eigentlich hat es jetzt nicht so diesen immensen Impact. Aber wie gesagt, ich bin einfach kein Powerscaler. Ich bin die letzte Person, die rückwirkend auf One Piece schaut und sagt, genau diese Szene hat mir das Werk versaut und damit kann ich deswegen auch gar nichts anfangen. Es ist sozusagen nur ein kleiner Fliegenschiss. Im Gesamtbild der Story sollte das ja wohl jeder verkraften können. Ich kann trotzdem diese Sichtweise komplett verstehen und nachvollziehen, wenn man sagt, Ruffy, Zoro als auch Sanji wurden auf Egghead komplett genervt. Jetzt geht's aber langsam weiter im Geschehen. Wir sehen endlich mal den Quadruple-Double-Kin-Typ. Und zwar heißt der Vizeadmiral
Red King. Dem würde ich auf jeden Fall nochmal wünschen, dass ihm Sanji sein Gesicht nochmal ein wenig ummodelliert. Ich glaube, er fühlt sich auch so insgesamt ein wenig zu cool, gerade auch mit seinem Namen und seinem Blick, den er da so wirft. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. Für die Marine ist das natürlich ein enormer Verlust, als auch ein Ärgernis, dass sie die Pazifisten alle zerstören müssen. Mit Bonnie am absolut längsten Hebel ist für sie so insgesamt Hopfen und Malz verloren, deswegen existiert für die Marine jedenfalls kein anderer Ausweg, als jeden einzelnen Pazifisten auszuschalten. Während einer dieser Pazifisten jedenfalls eine Kanonenkugel abbekommt, sieht man, wie er fällt. Und es wirkt so für mich jedenfalls, als ob er bewusst oder auch unterbewusst Ruffy bei seiner Nika-Pose auch zuschaut. Ich glaube zwar nicht, dass es auf irgendwas Konkretes hinausläuft, es kann trotzdem irgendwie sein, dass alle Pazifisten vielleicht so einen kleinen Kuma-Kern in sich tragen. Nika war für Kuma immer der größte Hoffnungsträger. Wer weiß, vielleicht haben also auch seine Klone diese Eigenschaft so ein wenig von ihm übernommen. Krass ist jedenfalls, dass wir endlich mal diesen Showdown bekommen haben zwischen Ruffy und Saturn, auch wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt so gelaufen ist, wie man sich das auch immer vorgestellt hat. Bonnie hat mit Ruffy endlich diese Interaktion gehabt, auf die wir immer gewartet haben. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird irgendwann zukünftig weiter ausgebaut, aber fürs Erste war das für mich herzhaft genug. Bonnie hat auf jeden Fall nochmal Ruffy aufgefordert, zu zeigen, wie es richtig geht und Saturn einen richtigen Schlag verpassen. Saturn ist dabei, wie immer, sehr zynisch, sehr von oben herab, stark verbittert und deswegen habe ich mich auch endlich über diesen Schlag gefreut. Dieser Blick, mit dem Saturn auch immer Schaden verteilt, macht Ruffy insgesamt auch relativ wenig aus. Deswegen startet er gleich mit einem neuen Angriff durch. Dank der Booming Dawn Gatling fliegt Saturn so weit weg wie noch nie und kann fürs Erste auch gar nicht aufstehen. Sowas ähnliches gilt auch eigentlich für Vegapunk. Laut eigener Aussage liegt er gerade im Sterben und wenn er sich bewegt, dann ist es vorbei für ihn. Kizaru hat diesen Moment auch gleich genutzt, um wieder anzugreifen und dadurch gingen die Sanji-Aktien so ein wenig weiter hoch, denn er hat es endlich geschafft, einen Laserbeam abzuwehren. Er schiebt diese Fähigkeit in Anführungszeichen selbstverständlich wieder mal auf die Liebe, deswegen sagt Kizaru scherzhaft, dass man die Physikbücher umschreiben müsste. Jedenfalls wurde diese Gelegenheit genutzt und jetzt heißt es im Tag-Team, Sanji und Ruffy gemeinsam gegen Kizaru. Währenddessen passiert aber zugleich endlich mal ein Geschehen, worauf wir sehr lange gewartet haben. Die Blackbeard-Piraten sind erschienen, Katharina Devon und nicht Raffet, sondern Van Oger. Für mich persönlich bedeutet es jetzt also, dass Raffet entweder jetzt immer noch auf Egghead ist oder dass zukünftig mit ihm irgendwas noch geplant ist. Vielleicht schleicht er sich irgendwo rein, vielleicht kommt er nochmal mit auf Elban oder sowas in der Art, aber ich denke, er als Hypnotiseur sollte wohl das eine oder andere nochmal irgendwann zünden. Interessant ist auf jeden Fall, dass Katharina Devon durch das reine Anfassen, ähnlich wie bei der Transenfrucht, die Bedingung für ihre Transformation ihrer Teufelskraft erfüllt und sich deswegen nun ab jetzt in Saturn verwandeln kann. In der guten alten Blackbeard-Piraten-Manier geiert sie auch schon so ein wenig auf seine Teufelskraft. Jedenfalls ist das Highlight des Ganzen, dass sie selbstverständlich über Blackbeard reden. Blackbeard ist besonders, und zwar nicht nur als Charakter, sondern auch aufgrund seiner Herkunft. Für viele geht die Spekulation nahe, dass er es irgendwas mit Rock zu tun hat. Ich meine, hier wurde es auch nochmal sehr stark impliziert. Das Ziel der Blackbeard-Piraten ist die Welt, ähnlich wie auch bei Rocks die Sabek. Er wollte ebenfalls zum König der Welt werden und über sie regieren. Die One Piece Community ist aber insgesamt nochmal auf eine andere Sache sehr stark aufmerksam geworden. Und zwar ein kleines Büchlein, was den Namen trägt Blackbeard Buccaneer von Ralph DePayne. Insgesamt bedeutet das ja eigentlich nur Blackbeard der Freibeuter. Aber in Bezug auf One Piece haben wir nochmal die Buccaneer-Rasse von Kuma, was auf jeden Fall einiges für Blackbeard als Charakter bedeutet. Vielleicht können also einige Buccaneer oder auch vielleicht alle Buccaneer das Potenzial in sich tragen, mehrere Teufelskräfte zu besitzen. Selbstverständlich ist das bis jetzt alles nicht bestätigt, es ist alles doch irgendwo in den Sternen und natürlich kann das nochmal alles ganz anders kommen. Die Blackbeard-Piraten sind aber auf jeden Fall mit diesem Job fertig und wollen sich so langsam wegbegeben. Weil Van Oger seine Fähigkeit aber noch nicht zu 100% beherrscht, sind sie immer noch auf Egghead und es kommt zu einer Unterhaltung zwischen ihnen und Karibu. Wie es der Zufall nämlich will, ist Karibu selbstverständlich ein sehr armes Würstchen und er möchte zu Blackbeard gehen, weil er anscheinend so ein großes Vorbild für ihn darstellt. Gerade das ist halt eben eins der gefährlichsten Sachen, die überhaupt passieren kann, weil Blackbeard dadurch gerade das Wissen über antike Waffen gewinnt. Es ist also sehr krass, was alles nochmal von Blackbeard Seite auf uns zukommt. Mit Devons Saturn-Transformation, als auch mit dem Wissen über antike Waffen. Jedenfalls war's das von diesem Chapter Talk. Ich hoffe, euch hat das Kapitel gefallen und ansonsten seid jetzt ihr dran. Ich bin über eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr das Kapitel und wie geht es eurer Meinung nach weiter? Was könnt ihr von Blackbeard erwarten und was macht Saturn jetzt eigentlich ganz genau? Ich lese mir eure Kommentare selbstverständlich immer gerne durch. Das war's aber auch von diesem Video. Wenn euch so ein Peace-Content gefällt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!